Es ist Ende Januar, das heißt, es ist wieder Zeit für Project Pan. Das Wetter ist heute unfassbar gut. Es scheint die Sonne. Es ist zwar immer noch richtig, richtig kalt draußen, aber es ist mir egal, wenn die Sonne scheint, geht es mir direkt besser. Ich finde es richtig, richtig schön. Viel besser als das Grau in Grau. Und ja, ich freue mich einfach jetzt wieder ein Project Pan mit euch zu drehen. Und bei meinem letzten Video haben ganz viele von euch gefragt, was ist denn eigentlich dieses Project Pan? Kannst du das mal nochmal ein bisschen ausführlicher erklären, um was es hier geht? Also, es ist im Endeffekt ganz simpel. Es hat vor, weiß ich nicht wie vielen Jahren angefangen, dass Leute gesagt haben, ich habe so viele Beauty-Produkte, Make-up-Produkte, die benutze ich 2-3 Mal und dann nie wieder. Das ist doch eigentlich schade, ich möchte die gerne aufbrauchen. Und dann haben sie quasi dieses Project Pan gestartet und Pan bezieht sich darauf, den Boden von einem Produkt zu erreichen. Also beispielsweise ein gepresster Blush ist ja in so einer runden oder eckigen Form drinnen und diese Form nennt man Pan-Pännchen und es geht einfach nur darum, den Boden zu erreichen, also das Ding aufzubrauchen. Ich und ganz viele von mir auch schon haben das einfach genommen und das Ganze quasi auf alles bezogen, was man im Beauty-Bereich hat. Es gibt auch Leute, die machen das mit Putzmitteln oder ähnlichem, also eigentlich alles, was man im Haushalt hat und aufbrauchen kann, kann man da ranziehen. Ich glaube, mein Startprodukt oder ausschlaggebendes Produkt war tatsächlich ein Blush, den ich benutzt habe und danach mega den Ausschlag hatte und gesagt habe, das ist ja mega schade, dass ich diesen fast noch vollen Blush jetzt wegschmeißen muss, weil ich davon Ausschlag kriege, weil der gekippt ist und ja, ich den gar nicht aufbrauchen konnte. Und dann ist mir aufgefallen, ich habe sehr viel Zeug so rumstehen, was halb angefangen ist, was vielleicht auch nur 2-3 Mal benutzt wurde und rumsteht. Und das ist ja zum einen richtig blöd, weil es super viel Platz wegnimmt. Und das zweite Blöde ist, sobald es irgendwie kippt oder schlecht wird und man es dann nicht mehr benutzen kann, hat man Geld ausgegeben, also im Endeffekt zum Fenster rausgeworfen. Und deshalb habe ich angefangen mit Project Pan. Ich mache daraus diese Videoreihe hier. Die ist jetzt, glaube ich, auch schon 2 oder 3 Jahre alt. Also wir sind hier schon relativ lange unterwegs und ich muss auch sagen, ich bin da nicht so ganz konsequent. Eigentlich müsste ich auch aufhören, neue Sachen zu kaufen. Aber manchmal erwischt es mich dann doch und ich kaufe Sachen, bei denen ich denke, das klingt doch ganz spannend. Ich liebe auch Überraschungsboxen, liebe es überrascht zu werden. Deswegen ist es auch ein bisschen mein Guilty Pleasure, was ich sehr, sehr gerne mag. Aber was ich sagen kann, es kommt weniger rein, als rausgeht. Also durch dieses Project Pan verbrauchen wir doch recht regelmäßig Sachen und können Sachen aussortieren. Und ja, die neuen Sachen, die reinkommen, sind deutlich weniger. Also das heißt, wir verbrauchen trotzdem noch meinen Vorrat und es wird weniger. Lange Erklärung. Ich hoffe, ein paar von euch haben Bock drauf, jetzt auch mit einzusteigen und wollen auch Project Pan machen. Und ich zeige euch jetzt meinen Fortschritt für diesen Monat. Wir starten mit einem Produkt, das letzten Monat verschollen war. Und zwar von Paco Rabanne Lady Million, das Parfum. Ich habe es letzte Woche wiederentdeckt. Es war in einem Karton drin. Wenn ihr den Moment, wo ich es wiederfinde, live sehen wollt, dann guckt euch mal mein letztes Video an. Ich habe es in einer Kiste wiedergefunden und war sehr happy drüber. Und ich muss auch sagen, mittlerweile mag ich den Geruch wieder sehr, sehr gerne. Also dieser Monat oder 1,5 Monate Pause dazwischen waren richtig gut. Wie man sieht, es fehlt einiges. Wir sind schon gut über die Hälfte drüber. Und ich bin jetzt mal gespannt, wie viel fehlt. Ich glaube, es ist nicht so viel. Einfach nur, weil ich den ja nur eine Woche benutzen konnte. Ich habe hier wieder meine kleine Feinwaage, damit wir wirklich sehen, wie viel Fortschritt ich mache. Ich finde es einfach ja eine witzige Spielerei, das zu haben. Es ist jetzt kein Muss. Also falls ihr auch Project Pan machen wollt, ihr braucht euch keine solche Waage zu besorgen, um euren Fortschritt zu sehen. Man sieht es ja häufig auch ganz gut. Aber einfach um ein bisschen, ja, die Zahlen zu sehen, finde ich es dann doch immer ganz spannend und um für euch auch das Video ein bisschen interessanter zu machen. Wir waren bei 185,16 und sind jetzt noch bei 184,08. Das heißt, wir haben in einer Woche 1 Gramm versprüht. Das finde ich schon richtig gut. Das sollte ich so weiter beibehalten, weil dann ist es, glaube ich, auch recht schnell leer. Ich glaube, 4 Gramm habe ich noch nie wahrscheinlich hier versprüht. Oder wenn dann sehr, sehr selten. Ja. Ich sollte das beibehalten, es so zu benutzen, wie ich es diesen Monat gemacht habe oder in der letzten Woche. Das nächste Produkt ist von Manhattan, die Foundation. Es fehlt hier jetzt schon ein gutes Stück. Man sieht hier gut einen Fortschritt und ich mag die tatsächlich auch sehr gerne. Ich muss jetzt gucken, dass ich die ein bisschen mehr wieder verwende, weil der Sommer kommt und dann ist die wahrscheinlich wieder zu hell. Aktuell muss ich sagen, passt sie sehr, sehr gut zu meinem Hautton. Also wenn ich die irgendwie bis Mai, Juni leer bekomme, wäre das schon sehr, sehr gut.
Wir waren bei 110,62 und ich hoffe, wir sind jetzt so bei 108. Das finde ich cool. 109,46. Also auch hier haben wir nur 1 Gramm verbraucht und das finde ich sehr schade. Ich dachte eigentlich, ich hätte die viel verwendet und viel aufgebraucht. Hier sind 30 Milliliter drinnen. Wir haben, ich weiß gar nicht, was war denn da das Startgewicht? Ich habe es nicht mehr dort stehen. Ich glaube, wir waren so bei 120 mit Startgewicht. Das heißt, wir haben ungefähr 10 Gramm aufgebraucht. Das heißt, hier sind gut noch 20 Gramm drin, mindestens. Das heißt, auch die bleibt uns noch einige Zeit erhalten. Mal gucken, ob ich im Februar, März, April, Mai in 4 Monaten 5 Gramm pro Monat aufbrauchen kann. Wow, da müsste ich schon sehr, sehr viel in mein Gesicht schmieren. Let's see. Wir schauen mal, ob das realistisch ist. Das nächste Produkt ist von Dr. Paw die Lippenpflege bzw. die Overnight Lip Mask. Und ich habe die in den letzten Tagen richtig, richtig viel benutzt und ich war immer überrascht, dass da immer noch was rauskommt. Es gibt noch ein zweites Produkt, das gleich kommt, wo ich auch so dachte, da kann eigentlich nichts mehr drin sein. Wieso kommt da immer noch was raus? Also genauso ist es bei dem auch. Ich denke eigentlich die ganze Zeit nur, aber jetzt ist es doch leer und dann kommt immer noch was raus. Aber viel kann hier wirklich nicht mehr drin sein, weil ich habe sehr viel gefühlt verwendet. Muss dazu sagen, auch in den letzten 2, 3 Wochen waren meine Lippen richtig, richtig kaputt. Also diese Heizungsluft, diese kalte Luft auch draußen, die hat meinem Körper einfach nicht gut getan. Ich bin einfach ein Sommermensch. Habe ich jetzt wieder gemerkt in diesem kalten Winter. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, Deutschland ist nicht die richtige Umgebung für mich. Brauche einfach eine Sommerfinca. Eine Winterfinca vielleicht. Jetzt schauen wir mal, wie viel hier bei dieser Lippenmaske fehlt. Wir waren bei 10,6 und ich hoffe, wir schaffen es jetzt auf unter 10 Gramm. Das fände ich schon sehr cool. Ich meine, ich habe sehr, sehr viel verbraucht. Ich hoffe, das zeigt sich jetzt auch in den Zahlen wieder. Wir sind genau bei 10 Gramm. Wir haben es so knapp verpasst, unter 10 Gramm zu kommen. Finde ich schon ein bisschen traurig. Aber gut. Also hier fehlt nur 1,5 Gramm. Das finde ich sehr schade. Ich dachte, ich hätte mehr verbraucht. Aber ja, vielleicht schaffen wir es ja im Februar. Das nächste Produkt war eine totale Enttäuschung. Und zwar von Sky and Sand die Australian Emu Apple Super Bounce Mask. An sich muss ich sagen, Produkt eigentlich ganz cool, fand ich gut. Aber in dieser Verpackung sind 10 Gramm drin. Und es hat genau für 1,5 Mal benutzen gereicht. Also ich habe es ja im letzten Monat, im Dezember, auch nur einmal benutzt, weil ich es einfach vergessen hatte, dass ich die aufbrauchen wollte. Und diesen Monat war tatsächlich nur noch eine halbe Packung, also eine halbe Anwendung drinnen. Und das finde ich schon sehr enttäuschend. Ich glaube, dieses Produkt ist relativ teuer und dass das nicht mal für 2 Anwendungen gereicht hat, finde ich sehr, sehr traurig. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch nur eine Probengröße, aber ja, irgendwie ist es sehr, sehr schade. Ich dachte, es würde für mehr reichen. Das Gute ist, dass ich es sehr schnell aufbrauchen konnte und jetzt austauschen kann. Und ausgetauscht wird es gegen eine Maske. Ich habe noch einige Masken im Vorrat. Und jetzt haben wir hier von The Body Shop Japanese Matcha Tea. Die ist grün, tatsächlich auch noch unbenutzt. Ich weiß aus der Vergangenheit, dass diese Töpfchen immer sehr, sehr klein ausschauen. Und man denkt so, okay, das ist eine Anwendung, aber normalerweise reicht es so für 6 bis 8 Anwendungen. Also ich glaube auch, dass ich die, wenn es gut läuft, in 1, 2, 3 Monaten gut aufbrauchen kann. Deswegen bin ich da sehr zuversichtlich, dass wir die auch schnell wieder austauschen können. Und jetzt wiegen wir mal und gucken, was das Startgewicht ist. Wir starten hier mit 35,07 Gramm. Wie gesagt, ich glaube, 6 bis 8 Anwendungen werden es sein. Ich werde mitzählen und halte euch auf dem Laufenden. Dann das nächste Produkt, wo ich mich auch immer frage, wird es überhaupt weniger? Und zwar von P2 Feel Good Mineral Compact Blush. Man sieht, wir sind hier schon gut vorangekommen. Das war ja, ich glaube, ganz am Anfang war das noch recht voll, wenn ich mich richtig erinnere. Und mittlerweile, wir haben den Boden erreicht, schon länger und wir nähern uns dem äußeren Rand. Und ich bin gespannt, wie viel hier fehlen wird. Nachdem ich dachte, dass bei der Foundation viel fehlen wird, glaube ich, bin ich davon ausgegangen, dass hier auch viel fehlen wird, aber ich glaube, es wird tatsächlich nicht so viel sein. Wir waren bei 33,80 und ich glaube, in der Vergangenheit haben wir immer so 0,2 oder so verbraucht. Also wenn wir hier irgendwie 33,5 noch haben, fände ich das schon richtig, richtig gut. Wir schauen mal. 33,66. Ja, also auch nur 0,14 Gramm, wirklich nicht viel, wirklich wenig. Aber ich muss sagen, optisch sieht es schon so aus, als würde hier einiges fehlen. Ich glaube einfach, dass das nicht so
fest gepresst ist, so kompakt gepresst ist, sondern ein bisschen luftiger. Und dass hier auch tatsächlich nicht mehr ganz so viel drin ist. Wir beobachten es weiter. Mal gucken, ob ich im Februar ein bisschen mehr verbrauchen kann. Dann fällt jetzt eine große Sache aus meinem Badschrank raus und das finde ich super. Und zwar von Dove die Body Lotion. Wir haben hier die Verwöhnende Pflege Body Lotion für trockene Haut mit Shea Butter und Vanilleduft. Und den Geruch mag ich einfach sehr, sehr gerne. Ich finde den richtig, richtig gut. Ich kann den sehr empfehlen. Das ist so ein bisschen so was Süßes, Nussiges. Mag ich persönlich sehr, sehr gerne. Ist aufgebraucht und wir ersetzen es. Die war relativ früh im Monat, glaube ich, schon leer. So erste, zweite Januarwoche war die schon aufgebraucht. Sag mal, ging das euch auch so, dass so die ersten beiden Wochen im Januar super schnell verflogen sind und jetzt die zweite, dritte, vierte Woche haben sich ewig gezogen? Bei mir ging es so, dass ich so dachte, wow, dieser Januar fliegt an mir vorbei und jetzt diese letzten 2 Wochen scheinen einfach nicht zu vergehen. Aber, weiß nicht, vielleicht ist es auch nur meine persönliche Wahrnehmung. Ich habe es seitdem, also seitdem diese hier leer war, die nächste Dove rausgeholt. Und zwar Strahlende Pflege Body Lotion für alle Hauttypen mit Reismilch und Lotusblütenduft. Und ja, die ist deutlich blumiger und ich muss tatsächlich sagen, so blumige Düfte mag ich nicht ganz so gerne. Aber ist immer noch okay. Es ist jetzt kein so Rosenwasser oder sowas mag ich persönlich immer nicht so gerne, Rose. Aber diese Lotusblüte geht für mich noch klar und seitdem benutze ich die. Wenn ich es ranken müsste, würde ich die hier bevorzugen. Aber vielleicht ist das ein Ansporn für mich, die sehr schnell aufzubrauchen. Das heißt aber auch, dieses Produkt ist nicht mehr ganz originalvoll, sondern das sind schon 2 bis 3 Wochen raus. Und wir gucken jetzt einfach mal, was das Startgewicht ist. Wir haben hier 392,75 Gramm. Das heißt, eine ganze Menge ist vor uns. 400 Milliliter sind hier original drin. Wir gucken mal, wie lange es dauert, die aufzubrauchen. Ich hoffe, es geht schnell. Als nächstes habe ich von Love oder LOV den Aura Glow Hydra Grip Primer. Und ich muss sagen, den mag ich tatsächlich sehr, sehr gerne. Den und danach die Foundation auftragen, finde ich sehr, sehr gut. Gefällt mir richtig gut, die Kombination. Und ja, ich benutze den tatsächlich sehr, sehr gerne. Man sieht auch, es fehlt schon ein bisschen was. Wir gucken mal, wie viel ich diesen Monat verbraucht habe. Wir waren bei 129,10 und sind jetzt noch bei 127,15. Also gut 2 Gramm. Wir haben ja tatsächlich mehr als bei der Foundation verbraucht. Das finde ich schon richtig, richtig cool. Ich dachte eigentlich, ich hätte die ungefähr gleichmäßig verbraucht, aber anscheinend habe ich ein bisschen mehr vom Primer gebraucht. Also eigentlich doppelt so viel vom Primer gegenüber der Foundation benutzt. Eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass wir hier auch nur 1 Gramm verbraucht haben. Deswegen, ich bin absolut happy und so kann es weitergehen. Das zweite Produkt, bei dem ich dachte, das ist eine Never-Ending Story, irgendwie kommt hier immer noch was raus, ist die Augencreme von Symbiosis London. Ich dachte eigentlich, die wird diesen Monat noch leer, aber es kommt immer noch was raus. Bin ich wirklich überrascht. Also ist ähnlich wie bei der Lippenpflege. Ich habe sie eigentlich schon häufig und regelmäßig verwendet, aber hier kommt immer noch was raus. Wir gucken mal, wie viel ich tatsächlich verbraucht habe. Letzten Monat waren wir bei 10,68 Gramm und ich hoffe wirklich, dass wir hier jetzt mal unter 9 Gramm sind. Unter 10 Gramm, also irgendwo bei 9 Gramm sind. Yes, wir haben es geschafft. 9,37, also über 1 Gramm haben wir hier verbraucht. Das ist schon eigentlich ganz gut bei der Creme. Aber ja, ich frage mich, wie viel hier tatsächlich noch drin ist. Die Sonne stört hier ein bisschen das Bild. Ich hoffe, ich bin nicht ganz so dunkel. Ich sehe es jetzt erst in der Kamera. Ich habe vorher nicht so drauf geachtet. Mal gucken, wie die vorherige Aufnahme ist. Ich hoffe, nicht allzu schlecht. Aber ich frage mich bei diesem Produkt tatsächlich, wie viel ist hier eigentlich noch drinnen? Weil eigentlich kann es nicht mehr viel sein, sage ich mal. Ne? Vielleicht schaffe ich es im Februar, die aufzubrauchen. Das nächste ist von Vegan by Happy Skin, der Essence Toner Calendula. Und keine Überraschung, dass der leer ist. Der war ja schon so gut wie leer im letzten Monat. Also der ist auch relativ früh im Monat leer geworden und dann auch ersatzlos bei mir einfach nur rumgestanden. Also diese Verpackung stand einige Zeit rum und ich bin froh, dass ich die jetzt entsorgen kann. Ich weiß auch nicht, ob ein Toner tatsächlich was bringt. Ich versuche gerade meine Hautroutine so minimal wie möglich zu halten und da gehört aktuell kein Toner dazu. Also ich werde diesen auch nicht ersetzen und keinen neuen nachkaufen erstmal. Vielleicht irgendwann später doch mal wieder, aber jetzt aktuell erstmal nicht. Bin auch gerade dabei, so ein bisschen meine Hautpflegesachen, was ich da alles auf Vorrat habe, auszuprobieren und zu gucken, was funktioniert für meine Haut und was nicht.
Und dementsprechend nehmen wir ein neues Produkt für meine Haut, für mein Gesicht mit auf in Project Pan. Und zwar von Plants Are Purple, ein Pro Aging Super Serum, 3% Hyaluronic Acid, Snow, Fungus and Black Truffle. Klingt sehr fancy. Ich habe das schon ein paar Tage benutzt und finde es eigentlich gar nicht schlecht. Von der Konsistenz mega klebrig. Das ist neu mit dabei und wir wiegen es mal und gucken, was das Startgewicht ist. Wir starten hier mit 90,63 Gramm. Ich glaube, ein Großteil vom Gewicht ist tatsächlich der Glasflakon. Also viel ist hier wahrscheinlich nicht drinnen. 30 Milliliter. Ich kann mir vorstellen, dass das auch recht schnell leer sein wird, weil aktuell benutze ich es wirklich gerne. Warum ich es jetzt mit Project Pan aufnehme, obwohl ich es eigentlich gerne benutze, ist genau der Grund. Ich mag es ganz gerne und ich kenne mich. Wenn das so bei der Hälfte sein wird, werde ich sagen, oh, ich muss das weniger benutzen, damit es nicht leer wird und damit ich es länger habe. Was total Blödsinn ist, weil vom im Schrank stehen wird es ja nicht besser, da passiert ja nichts damit. Und deswegen nehme ich es in Project Pan mit auf, damit ich einfach gezwungen bin, es aufzubrauchen und es nicht verendet als Schrankleiche in meinem Badschrank. Ja. Aber wir haben noch einiges vor uns. Ich werde also noch einige Wochen damit Freude haben und es benutzen können. Das nächste auf der Liste ist von L'Oreal. Back to Bronze, der Bronzer. Wir haben hier ganz gut den Boden erreicht. Und ich freue mich drauf, den jetzt zu wiegen und zu gucken, wie viel hier tatsächlich fehlt. Mensch, die Sonne verschwindet hier ständig hinter den Wolken. Also es ist super windig und jetzt wird es hier ständig hell dunkel. Ich hoffe, es ist dann nicht allzu nervig im Video, dass sich die Lichtverhältnisse hier ständig verändern. Jetzt wird es gleich wieder hell, glaube ich. Aber okay, wir machen jetzt einfach weiter. Wir wiegen die Sachen. Das wird schon alles. Jetzt fährt hier so ein Reinigungsding vorbei, Mann. Was ist denn heute? 53,19 Gramm hatten wir letzten Monat und jetzt sind wir bei 53,03. 0,16! Das ist unfassbar wenig. Was ist hier schiefgelaufen? Ich dachte eigentlich, ich hätte den recht viel benutzt, aber ich habe den total wenig benutzt. Letzten Monat hatte ich ungefähr 0,4 Gramm. Hat es richtig gewogen? Haben wir uns eben verwogen? Habe ich mich diesen Monat verwogen? Habe ich mich letzten Monat verwogen? Ich stelle es nochmal drauf. Ne, bleibt bei 53,03. Ja, weiß ich auch nicht so ganz, was da passiert ist. Auf jeden Fall haben wir es nicht so viel benutzt, wie ich dachte. Oh well. Weiter mit dem nächsten Produkt. Auch da haben wir einen Neuzugang. Und zwar von Gliscor Repair Booster. Ich habe den regelmäßig benutzt. Wir sind ungefähr bei der Hälfte angekommen. Also ich habe da schon viel von verwendet. Jedes Mal, wenn ich geduscht habe und die Haare gewaschen habe, kam der zum Einsatz. Ich verspreche es. Ich bin gespannt, was das jetzt in Zahlen ausmacht und wie viel hier fehlt. 24,69 Gramm hatten wir und 22,84 haben wir noch. Also ein bisschen weniger als 2 Gramm, das finde ich gar nicht schlecht. Dafür, dass man immer nur einen Tropfen davon verwendet, also zumindest soll man nun so viel in die Haarpflege, also in den Conditioner packen, man soll es so mit dem Conditioner vermischen. Und eben nur einen Tropfen, daran habe ich mich auch gehalten und dass das fast 2 Gramm sind, finde ich gar nicht mal schlecht. Hier sind 15 Milliliter insgesamt drin. Ich kann mir hier auch gut vorstellen, dass wir das in den nächsten 2 bis 3 Monaten aufbrauchen werden. Das ist doch sehr erfreulich. Das vorletzte Produkt ist von Trend It Up, Perfect Last, Multitasking, Fixing Spray, mattierend, fixierend, optisch verfeinernde Poren. Da bin ich das letzte Mal schon drüber gestolpert, gell? Feuchtigkeit spenden. Ja, diese Aufzählung ist nicht optimal. Trend It Up, da solltet ihr nochmal drüber gehen. Call me, falls ihr Hilfe braucht. Habe ich benutzt, ich glaube nicht ganz so oft. Ich finde, die Tropfen, die da rauskommen, sind relativ groß und nicht so angenehm. Ich bin gespannt, wie viel hier fehlen wird, weil ich auch das Gefühl habe, dass sehr viel Produkt rauskommt, wenn man nur einmal sprüht. Aber nicht unbedingt genug fürs Gesicht. Also man muss hier schon 2-3 Mal sprühen, um das Gesicht irgendwie gut zu bedecken damit. Keine Ahnung, einzunebeln. Wir schauen mal, wie viel fehlt. Wir waren hier bei 69,21 Gramm und sind jetzt noch bei 66,07. Das heißt, wir haben hier ungefähr 2 Gramm verbraucht. Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Wir haben hier 60 Milliliter drin, also das wird uns noch einige Zeit begleiten. Und ja, ich würde es jetzt nicht unbedingt empfehlen, glaube ich. Ich finde es aber auch nicht super schlecht. Ist ganz okay. Ich bin aber froh, wenn ich es aufgebraucht habe. Dann kommen wir zum letzten Produkt und ich muss es leider aussortieren.
Das ist von Kinder, dieser pH-verändernde Lippenstift. Und eigentlich finde ich die Idee ganz cool, aber ich finde, die Farbe steht mir einfach nicht. Also der Auftrag direkt, wenn man es drauf macht, ist eigentlich ganz nett und sieht ganz cool aus. Aber wenn es sich so ein bisschen runterträgt, abträgt, dann wird es so ein richtiger pinker Ton. Und den finde ich an mir nicht schön. Und deswegen habe ich es auch nicht benutzt. Und ich habe jetzt nochmal drüber nachgedacht, ob ich den nicht einfach vielleicht trotzdem aufbrauche. Aber es macht halt keinen Sinn, so einen kompletten Lippenstift aufbrauchen zu wollen, wenn man die Farbe an einem selbst blöd findet. Und deswegen werde ich den aussortieren. Wir haben noch genug andere Lippenprodukte in der Sammlung. Und ich habe das hier rausgezogen. Das ist von Bloomy. Ein Lipgloss. Softening Lipgloss. Und der heißt Pink Ladies. Aber ich finde, von der Farbe her ist der total orange. Auch hier trage ich den natürlich mal auf, damit ihr den seht. Der riecht ganz gut. Irgendwie sehr süß. Aber, ja, ist halt so ein oranger Ton, nicht so ein pinker Ton. Mal gucken, wie ich den jetzt in nächster Zeit finde, ob ich finde, dass der mir steht oder nicht. Wir wiegen das Ganze und gucken dann mal. Zum einen gucken wir nächsten Monat, ob ich den gut fand, ob der mir gefällt, ob ich ihn weiter benutzen möchte und auch weiter in meiner Sammlung haben möchte. Oder ob ich ihn aussortiere. Und zum zweiten gucken wir dann natürlich, wie viel habe ich hier denn tatsächlich verbraucht. Wir starten hier mit 15,06 Gramm und ich glaube, das ist eine ganze Menge. Ich bin gespannt, wie schnell der sich verbraucht oder wie ich den auch finde in einem Monat. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, dann abonniert jetzt mal gerne den Kanal, dann bekommt ihr auch das nächste Video zu Project Pan mit. Für alle, die es noch interessiert, den Lippenstift, wie viel Gramm habe ich denn jetzt eigentlich verbraucht, auch wenn ich ihn aussortiere? Wir waren bei 13,38 und sind jetzt noch bei 13,33, also ich habe hier ungefähr 0,05 Gramm verbraucht, also quasi nichts. Das heißt, auch dieser Lippenstift wäre uns sehr lange Zeit erhalten geblieben. Ja, deswegen, es macht keinen Sinn, den aufbrauchen zu wollen, sondern ich werde den verabschieden. Das waren alle Produkte in meinem Project Pan. Schreibt mir wie immer gerne in die Kommentare, was bei euch im Project Pan drin ist. Was habt ihr verbraucht? Wo habt ihr das Gefühl, es ist eine Never-Ending Story und es wird einfach nicht weniger? Wir unterstützen uns gegenseitig in den Kommentaren, damit wir auch weiterhin durchhalten und diese Produkte aufbrauchen. Und dann würde ich sagen, lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, ciao!